Ja, Tachchen, ihr Lieben. Es geht heute weiter und ich glaube, das ist ein bisschen ungewöhnlich für einige. Ich dachte mir, ich werde heute mein Tantra-Kartendeck mit reinnehmen. Das habe ich schon sehr lange, aber es lag nicht bei mir. Ich habe gesucht und gesucht und gesucht, schon über Jahre. Immer mal so wieder ist der Gedanke reingekommen, wo ist mein Tantra-Deck? Ja, bis ich dann mit meiner Mom am Telefon dann geredet habe oder mich unterhalten habe und sie meint, ach ja, das habe ich hier. Das hast du mir mal gegeben. Kann sein, dass wir uns das mal zusammen angeguckt haben und ja, keine Ahnung. Den weiteren Verlauf will ich gar nicht wissen. Aber ich dachte mir, ich werde das jetzt mal mit reinnehmen, als ja, so ein bisschen die Schwere auch rausnehmen, die teilweise so in den Kartendecks zu sehen ist, die man auflegt oder auflegt, war doch richtig. Ja, Mensch, bleib doch dabei. Und ja, es ist bestimmt sehr viel Sinnlichkeit heute, kann für Paare stehen, die zusammen sind in ihrer Partnerschaft, wo es vielleicht ein bisschen kriselt, wo in der Partnerschaft alles okay ist und man sich denkt so, ja, könnte man mal ausprobieren, wo man sich bewusst wird, dass man eventuell, weil man so eine Liebestellung noch nie praktiziert hat, beziehungsweise ja, manchmal ist ja der Horizont, man denkt da manchmal gar nicht dran, ne? So eine Sinnlichkeit mit reinzunehmen, wenn man gestresst ist vom Alltag und. Und manchmal führen so eine, ich will nicht sagen Stellung, aber manchmal wird einem bewusst, wo der Knackpunkt trotzdem liegen kann. Auch für Singles, die jetzt einschalten und mal zurückgucken in ihren Ex-Beziehungen, wo man sich sagt, so ja, hätte ich mit der Person niemals machen können, weil Vertrauen war nicht da. Nur Stress, wir haben uns kaum gesehen oder ja, vielleicht sehnt man sich auch nach so einer Leidenschaft, ich nenne es mal so, damit wir die Romantik hier nicht ganz kaputt hauen. Ich weiß, dass es Romantik heißt, aber ich sage immer schätzweise Romantik, finde ich immer ganz lustig. Und ja, dann würde ich sagen, ich fange an und habe ja hier noch auf dem Zettel die ganzen geschriebenen Sternzeichen. Ich werde nichts Neues schreiben. Ich werde da einfach jetzt die Liste runterrattern und werde das dann hochladen. Also bitte nicht irgendwie benachteiligt fühlen, wenn der Zwilling jetzt wieder anfängt, so wie in den letzten Legungen. Ist jetzt einfach hier, spart mir Zeit und ja. Es ist hier ein Buch vorhanden von 2008. Kalachatra Govinda. Ja. Werde ich dann auch in die Infobox packen oder verlinken. Es kann sein, dass ich hier immer mal wieder nachschlagen muss, weil hier zählt jetzt wirklich nur meine Energie, was ich ziehe oder rausfallen lasse, je nachdem, ob man die gut mischen kann. Und es gibt hier weibliche, männliche und universelle Energien. Ne? Hat viel mit Chakren zu tun, also jemand, der sich mit Chakren oder mit seinem Chakra beschäftigt, mit seiner Linie, dann ist das hier schon so die drei wichtigsten Punkte, die dazu führen, dass man da an die Erotik oder Leidenschaft so ein bisschen rankommt. Blau bedeutet männliche Kraft, grün weibliche und orange universelle. Hatte ich, glaube ich, davor schon gesagt. Ne? Gut, ihr Zwillinge, dann machen wir. Und wir starten dann auch mit der Timeline. Ich werde sie dann unten wieder in die Infobox verlinken. Und so könnt ihr dann ganz, ganz leicht zu eurem Sternzeichen oder zu demjenigen hinspringen. Ne? Hier kann eine Problematik vorliegen. Ich werde mal gucken, wie ich das dann deute. Oder es kann auch sein, dass wirklich alles in Ordnung ist. Eigentlich ist es für jedermann, wenn man jetzt hier reinguckt. Ich habe das Gefühl, das wird nach hinten losgehen vom Mischen her. Ist mir irgendwie, nee, ist mir zu doof, ehrlich gesagt. Ich werde sie mal ausfahren. Und bei so einer Legung mache ich das immer so. Könnt ihr auch mal testen. Also wenn man die Hände so rauflegt, dann pulsiert ein Finger doller, den ich sofort dann spüre. Natürlich sind meine anderen auch nicht tot. Die pulsieren natürlich auch. Aber ein Finger an meinen zwei Händen wird entweder warm oder pulsiert mehr. Und den nehme ich dann, also die Karte. Und ihr Zwillinge habt die Dominanz. Eine sehr männliche Kraft. Für euch gilt Dominanz. Könnte man sich jetzt auch fragen,
Ja, wer ist von euch der dominante Partner? Spielt Dominanz in eurer Partnerschaft eine Rolle? Fehlt vielleicht ein bisschen Dominanz? Wären jetzt so meine Vorschläge, die man sich einfach stellen könnte. Gerade aktuell ist mir mein Partner zu dominant. Ich halte mal die Karte noch mal länger rein. Also er nimmt ja da wirklich volle Kanne die Macht, ist ja klar. Und übertragt das mal auf eure Beziehung. Das meine ich nämlich. Es kann ein Beziehungshinweis auch darstellen, wo man sich sagt, so ja, ich wurde in meiner Beziehung unterdrückt, zum Beispiel. Sollte jetzt aber hier nichts Schlechtes heißen, kann es aber. So, jetzt muss ich mich hier durchwursteln. Hier gibt es auch eine schöne... Ich habe es gesehen. Achtung, Achtung. Shiva, also die männliche Kraft. Ne? Und der Name dieser Position heißt Sita-Stellung. Was auch immer das sein soll. Wollen wir es hier... Wartet mal, damit ihr ein bisschen gucken könnt, sonst weiß man ja gar nicht, um was es geht. Ne? Die Bedeutung in der Partnerschaft mit dieser Stellung. Dominanz und Liebe scheinen vielen Menschen nicht gut zusammenzupassen. Dennoch hat jeder von uns mal verschiedene Fähigkeiten und Talente, durch die er in manchen Gebieten besser als sein Partner handeln und entscheiden kann. Dabei soll es aber nie um geschlechterspezifische Unterschiede gehen. Tantra betont immer wieder, dass jeder Mensch sowohl männliche als auch weibliche Aspekte in sich trägt und beide gleichermaßen entwickeln kann. Das wissen wir ja auch vom Tarot, ne? Männliche und weibliche Kräfte hat jeder. Die Karte Dominanz rät uns nur, jedem Partner die Führung in den Lebensbereichen zuzugestehen, in denen er die besseren Voraussetzungen dafür hat. Allerdings ist es wichtig, dass eine solche Vorrangstellung nicht einfach automatisch eingenommen, sondern vom Partner verliehen wird. Finde ich auch einen sehr schönen Satz. Nicht, dass es wirklich konstant bleibt und einer wirklich den anderen entkräftet und entmachtet, sondern wirklich nur geliehen ist ein schönes Wort. Da, wo man auch weiß, okay, dir traue ich die Dominanz zu oder da darfst du die Dominanz übernehmen, weil ich dir vertraue, aber auch nur auf bestimmte Zeit. Ne? Und dann ist man wieder auf Augenhöhe. Gibt natürlich auch Paare, die wollen einen dominanten Partner. Die leben da wirklich in ihrer Dominanz und oder dominanten und devoten Art das aus, weil sie es von sich aus wollen, aber das hat ja nichts mit schlecht behandeln zu tun. Wenn Sie die Karte gezogen haben, sollten Sie sich folgende Frage stellen: Was bedeutet Dominanz für mich? Gibt es Bereiche meines Lebens, in denen ich eine Vorrangstellung einnehme? Was hindert mich daran, meine Überlegenheit zu zeigen? Habe ich Angst davor, Einfluss auszuüben oder vor der damit verbundenen Verantwortung? Wie würde sich unsere Partnerschaft verändern, wenn wir bewusst gegenseitig unsere jeweilige Überlegenheit in verschiedenen Gebieten anerkennen würden? So, das Konfliktpotenzial, was jetzt hier für die Dominanz stehen könnte, sie kann darauf hinweisen, dass die Machtverhältnisse zwischen den Partnern aus dem Gleichgewicht geraten sind. Dies kann sowohl daran liegen, dass sich ein Partner eine Vorrangstellung anmaßt, obwohl eigentlich kein Grund dafür vorhanden ist, oder eine Überlegenheit in rücksichtsloser Weise ausspielt. Die Karte kann jedoch auch zeigen, dass jemand nicht zu seiner wirklichen Überlegenheit steht und sich unnötig klein macht. Dadurch behindert er seine eigene Entwicklung und vergibt wichtige Chancen für die Zweisamkeit. Ja, liebe Zwillinggeborenen, also entweder seid ihr auf Augenhöhe, hattest du schon immer Probleme mit Dominanz, dann solltest du da auch anfangen, irgendwas für dich zu ändern, dass du auf Augenhöhe bleibst. Und es war schön, das Wort oder den Satz zu lesen, nur Dominanz auf gewisse Art und Weise verleihen, ne? Auf bestimmte Zeit, was so abgemacht wurde. Ja, schön. Weiter geht's mit dem Stier. Alle Karten wieder zurück. Der Stier. Eigentlich müsste ja da auch hier eine männliche Kraft kommen, würde ich total instinktiv jetzt für mich behaupten. Ob ich jetzt so eine Karte ziehe, ist jetzt, glaube ich, nicht. Aber ich würde dem Stier auch so eine Dominanzkarte verpassen. In positiver Energie, ne? Die wissen ja auch, wo sie lang wollen. Oder ihr als Stiere. Ach, außer ihr seht ein rotes Tuch. So. Einmal auslegen, dass ich auch wirklich schön rankomme. Ja,
Ja, bei meinen kalten Fingern ist es gerade auch echt nicht schwer zu merken, welcher Finger. Oh, universell, das Spiel, das ist ja auch schön. Na, guck mal. Das Spiel, universell orange. Er fährt mit ihr eine Runde Schubkarre. Ich finde es nicht lächerlich, aber meine Kommentare sind einfach immer dazu. Die sind schneller draußen, als ich nachdenken kann. Universelle Kraft war weiter hinten. Das Spiel. Ich spiele hier erstmal auch mit dem Buch hier. Please hold the line. Es ist ganz schlimm gerade, oder halte ich den sogar fest? Oh Gott. Ganz hinten. So, universelle Energie haben wir Brahma, so nennt sich die universelle Energie. Und der Name der Position Schubkarre. Och Mensch. Seht ihr, da dachte ich, ich rede irgendwie geistigen Dünnschiss, aber es passt. Ja, ist ja eigentlich auch eindeutig, ne? Die Bedeutung für die Partnerschaft. Wenn Sie diese Karte gezogen haben, sollten Sie darüber nachdenken, ob Ihnen Ihre Partnerschaft die Möglichkeit bietet, zwanglos und verspielt zu sein. Haben Sie genug Spielraum, um neue Impulse in die Beziehung einzubringen und mit Leichtigkeit und Vergnügen alle Möglichkeiten zu erkunden, die Ihnen das Zusammenleben bieten kann? Oft verschwindet diese Verspieltheit der ersten Verliebtheit im Laufe der Zeit hinter all der Arbeit und Herausforderungen, die das Alltagsleben mit sich bringt. Spüren Sie in sich hinein, ob Sie auch heute noch oft genug spielerisch und unbeschwert Zeit mit Ihrem Partner verbringen und Sie wieder mehr Verspieltheit und Fröhlichkeit in Ihr Zusammenleben bringen können. Was knistert hier? Hier ist keiner. Wenn Sie diese Karte gezogen haben, sollten Sie sich folgende Frage stellen, ihr Stiere. Was bedeutet Spiel für mich? Gibt es Bereiche meines Lebens, in denen ich seine Leichtigkeit besonders vermisse? Was hindert mich daran, öfter meine Verspieltheit zu zeigen? Fürchte ich, nicht ernst genommen zu werden? Habe ich Angst, mich zu blamieren? Wie würde sich unsere Partnerschaft verändern, wenn wir spielerischer aufeinander zugehen und mehr Leichtigkeit zulassen würden? Das Konfliktpotenzial dieser Karte könnte darauf hinweisen, dass es zu wenig Raum für Verspieltheit und Fröhlichkeit gibt. Sie deutet aber darauf hin, dass das, was eigentlich unbeschwertes Vergnügen sein sollte, in der Partnerschaft eher als Wettkampf aufgefasst wird, in dem es darum geht, wer gewinnt und wer verliert. Echtes Spiel ist jedoch nie Machtkampf, sondern nur eine Möglichkeit, sich zu erproben und alltägliche Beschränkungen hinter sich zu lassen. Auch sehr schön. Eure Karte, ihr Stiere, die Schubkarre. Na dann fahrt mal eine Runde. Viel Spaß. Je nachdem, ne? Ob männlich oder weiblich. So, es geht weiter mit den Widdergeborenen. Auch hier werde ich einfach nur mischen, instinktiv dann stoppen. Sollte zufällig eine Karte rausfallen, dann werde ich diese nehmen. Aber die sind ein bisschen doof zu mischen. Deswegen werde ich sie einfach auf dem Tisch ausbreiten nach Instinkt. Auch hier wieder mein Finger, da wo mehr pulsiert, einfach nehmen. Auch hier komischerweise mein Zeigefinger. Ihr habt auch die universelle Energie, die Harmonie. Das wäre eure Karte. Was ist denn hier los? Och, schön. Ja. Ja. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Eine Vertrautheit, ne? Würde ich sagen. Auch hier muss ich ins Buch gucken, weil hier bringt nur meine Energie was. Es tut mir leid. Also Harmonie im besten Fall, dass wirklich alles ineinander verbunden ist, wie so ein Zahnrad einfach läuft, ne? Und einen Konflikt wird es hier auch nochmal geben, der hier erläutert wird in diesem Buch. Und zwar haben wir dann auch wieder dieses Brahma, Orange, universelle Energie. Blau wäre männliche und grün wäre weibliche Energie. Aber wir haben das Brahma gezogen und die Position heißt verschmolzener Lotus. Im Tantra. Wenn Sie diese Karte Harmonie gezogen haben, sollten Sie darüber nachdenken, inwiefern in Ihrer Partnerschaft die Möglichkeit bietet. Moment, Entschuldigung. Sollten Sie darüber nachdenken, inwiefern Ihnen Ihre Partnerschaft die Möglichkeit bietet, innigen Einklang zu erleben. Manche Paare schätzen es sogar, wenn ihre Partnerschaft spannungsgeladen und aufregend ist, weil sie fürchten, dass zu viel Harmonie Langeweile mit sich bringt oder sie dafür zu viel von ihrer Persönlichkeit aufgeben müssten.
Dabei vergessen sie jedoch, dass Momente echter Harmonie ein Geschenk für die Seele sind, das es uns ermöglicht, uns völlig entspannt aufeinander einzulassen und uns vorbehaltlos unserer Liebe hinzugeben. Wenn ihr wieder die Karte, ach nee, die habt ihr nicht gezogen. Auf welchen Satz wollte ich jetzt hinaus? Ihr solltet euch als Widdergeborene die Frage stellen, was bedeutet Harmonie für mich? Gibt es Bereiche meines Lebens, in denen ich bereits wirklich harmonische Momente erlebt habe? Was hindert mich daran, nach Harmonie zu streben? Fürchte ich dabei, zu viel von mir aufzugeben? Habe ich Angst, sie niemals wirklich zu finden? Wie würde sich unsere Partnerschaft verändern, wenn wir gemeinsam mehr Harmonie und Einigkeit anstreben würden? Und in einer Konfliktsituation würde Folgendes kommen. Liegt seine Ursache meist darin, dass einer der Partner oft unbewusst noch Angst davor hat, sich ganz auf die Beziehung einzulassen und im Zusammenleben mit einem anderen Menschen aufzugehen. Er fürchtet, seine Identität zu verlieren, wenn er zu viel Einklang zulässt. Doch er übersieht dabei, dass diese Haltung immer wieder zu unnötigem Streit führt. In manchen Fällen kann die Karte auch anzeigen, dass das Harmoniebedürfnis eines der Partner so groß ist, dass er dafür freiwillig seine Bedürfnisse verleugnet, was für die Liebe jedoch genauso schädlich ist. Das Widder war eure Harmoniekarte. Und jetzt geht's weiter mit Jungfrau. Herzlich willkommen, ihr Jungfrauen, auch hier. Männlich, weiblich, orange, universelle Energie. Ich werde mischen, sollte eine rausfallen, dann werde ich diese nehmen. Ansonsten werde ich instinktiv die Karten auslegen und nach dem Pulsieren meines Fingers gehen. Dann werde ich in meinem Buch nachgucken müssen, weil ich mit Tantra nicht die ganzen Bedeutungen kenne. Natürlich sind die Oberbegriffe eigentlich eindeutig, dass ich es auch sagen könnte, weil bis jetzt das, was ich vorgelesen habe und vom Oberbegriff deuten konnte oder gedeutet habe, würdet auch ihr schaffen. Aber ich lese es einfach vor, falls da irgendwelche Begriffe sind, die einfach auch ein bisschen Wichtigkeit hierzu beitragen. So, ihr Jungfrauen. Ihr habt die weibliche Energie, die Lebensfreude. Das wäre eure Tantra-Stellung momentan, die das ausstrahlt in Stärke, Kraft. Entweder ist es ein Konflikt bei euch oder ihr lebt diese gerade aus. Die Lebensfreude mit der weiblichen Energie. So, jetzt gucke ich hier wieder. Der Name dieser Stellung heißt Shakti-Hocke. Ihr könnt das sehen, ne? Shakti-Hocke. Und das nennt sich Shakti, diese weibliche Energie. Auch dieses Grüne, das nennt man Shakti bei allen Karten. Und ihr habt kräfteweise, wo bin ich, bei Jungfrau, ne? Ihr habt wirklich kraftvollerweise genau diese Shakti-Stellung für euch jetzt stellvertretend da zu stehen. Also mehr Weiblichkeit geht eigentlich gar nicht von der Tantra-Stellung her. Wenn Sie die Karte Lebensfreude gezogen haben, sollten Sie darüber nachdenken, inwiefern Ihnen Ihre Partnerschaft Gelegenheiten bietet, Vergnügen, Entzücken und Heiterkeit zu erleben. Glückliche Paare sind Paare, die zusammen lachen können, sich gemeinsam am Leben erfreuen und ihr Wohlbefinden über die Erwartungen der Außenwelt stellen. In der ersten Verliebtheit gelingt dies praktisch in jeder Partnerschaft, aber im Laufe der Zeit werden Ausgelassenheit und Lebensfreude nur allzu oft den Zwängen des Alltagslebens untergeordnet, bis sie eines Tages fast völlig verschwunden sind. Die Karte fordert Sie dazu auf, Ihnen bewusst nachzuspüren und Sie mit neuer Kraft zu erfüllen, indem Sie das Hochgefühl der ersten Verliebtheit wieder aufleben können. Wenn Sie diese Karte gezogen haben, sollten Sie sich folgende Fragen stellen, liebe Jungfrauen. Was bedeutet Lebensfreude für mich? Gibt es Bereiche meines Lebens, in denen ich bereits viel Ausgelassenheit und Fröhlichkeit erlebe? Was hindert mich daran, mich meines Lebens zu erfreuen? Habe ich Angst, kritisiert zu werden? Fürchte ich, die Freude könnte nur eine Illusion sein? Wie würde sich unsere Partnerschaft verändern, wenn wir mehr Lebensfreude und Ausgelassenheit zulassen würden? Im Konfliktpotenzial steht diese Karte für euch. Wenn die Partner dem Vergnügen in ihrem Leben sehr unterschiedliche Prioritäten zuordnen, was dem einen sehr wichtig ist, wird von dem anderen nur als nebensächlich bewertet.
So ist es schwierig, gemeinsam Glück und Zufriedenheit zu erleben. Die Karte rät jedoch, diese unterschiedlichen Prioritäten zunächst einmal anzuerkennen. Erst dann ist es möglich, sich bewusst wieder aufeinander anzunähern und gemeinsam nach mehr Freude im Leben zu suchen. Ja, liebe Jungfrauen, das wäre eure Tantra-Legung, Karte, Shakti-Hocke, Lebensfreude mit dem kompletten, mit der kompletten Shakti-Kraft im Tantra. Ja, schön. Weiter geht's mit den Waagegeborenen. Herzlich willkommen, ihr Waagen. Auch hier, wir sind Schallplattenspieler bei jeder Legung gerade hier. Ich werde mischen, sollte eine rausfallen, ist das eure Karte. Da die sich aber wirklich sehr schwer mischen lassen, werde ich instinktiv einfach stoppen, werde die Karten auslegen und vom Pulsieren her oder vom Wärmeempfinden diese Karte dann nehmen. Und für euch dann eure Tantra-Energie raussuchen, entweder weiblich, männlich oder universell. Je nachdem, die Stellung steht auch für Konflikte oder Nachdenkprozesse. Und ihr habt die universelle Energie Liebe. Ihr lieben Waage. Geborenen, ihr habt diese Position und diese universelle Energie Liebe. Universelle Energie nennt man hier Brahma, ist orange. Deswegen muss ich leider auch in diesem Buch gucken, um nicht irgendwas zu vergessen, was hier drin steht, weil hier sind ja doch mehr Bedeutungen noch drin. Die Position heißt Grottenstellung. Natürlich nicht grottenschlecht, sondern Grotte, ne? Eine Grotte. Da sucht er mal die Grotte. Die Bedeutung für die Partnerschaft. Wenn Sie diese Karte Liebe gezogen haben, sollten Sie nachspüren, welche Rolle sie in Ihrer Beziehung spielt. In der ersten Verliebtheit werden wir durch den Rausch der Hormone zu unserem Partner hingezogen. Wahre, beständige Liebe wird sich aber erst entwickeln, wenn man sich dafür öffnet und ihr die Chance dazu gibt. Bedenken Sie, dass dieses intensive Gefühl nicht einfach nur Schicksalsmacht ist, der jeder verfällt, der von Amos Pfeil getroffen wird. Damit die Liebe zwischen zwei Menschen wachsen kann, ist viel Geduld nötig. Wir müssen unsere Herzen füreinander öffnen und uns ganz aufeinander einlassen wollen und unseren Partner so achten und schätzen, wie er ist. Wenn Sie diese Karte gezogen haben, sollten Sie sich folgende Frage stellen, ihr Waagegeborenen. Was bedeutet Liebe für mich? Gibt es Bereiche meines Lebens, in denen ich schon wirklich Liebe kennengelernt habe? Was hindert mich daran, mich auf die Liebe einzulassen? Fehlt mir das dafür nötige Vertrauen? Habe ich Angst, zurückgewiesen zu werden? Wie würde sich unsere Partnerschaft verändern, wenn wir unsere Liebe bewusst pflegen und zum Wachstum anregen würden? Als Konfliktpotenzial könnte diese Karte für euch das bedeuten, wenn die Karte einen Konflikt anzeigt, liegt dessen Ursache nur in seltenen Fällen darin, dass keine Liebe in der Beziehung vorhanden wäre. Meist weist sie eher darauf hin, dass unrealistische Erwartungen herrschen, wie die romantische Vorstellung, dass automatisch ein Happy End folgt, wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben. Die Karte erinnert an den Unterschied zwischen spontaner Verliebtheit und wahrer Liebe, der im Laufe des Zusammenlebens immer größer wird. Hallo, ihr Skorpiongeborenen. Es wird jetzt eure Karte kommen. Und zwar werde ich auch hier zur Hilfe, damit ich nichts falsch mache. Die Oberbegriffe stimmen immer überein, aber manchmal sind da so Fragen, die ich jetzt nicht aus dem FF kann. Und ich werde mischen. Entweder ziehe ich für euch eine männliche, weibliche oder universelle Energie, die gleichzeitig mit der Stellung für Konflikt oder das Potenzial in eurer Partnerschaft steht, ja? Es wird selten einige rausfallen, weil die Karten wirklich sehr eckig sind. Deswegen mische ich vom Empfinden her einfach und so wie bei den anderen habe ich das dann instinktiv vom Pulsieren meiner Finger mich leiten lassen und ziehe da, wo es ein bisschen wärmer wird. Hat man ja, hat jeder Mensch, glaube ich. Die Karte. Und ihr habt die männliche Energie. Ach, wie passend bei Skorpion. Also ich finde es gerade passend. Die Ausdauer. Ja, auch schön. Entschuldigung, dass ich die nicht reinhalte. Auch schön.
Natürlich part jetzt ummünzen, ne? Hätte ich mal auch vorher sagen sollen. Weiblich, weiblich, männlich, männlich. Jeder wie er mag. Aber es gibt hier die Ausdauer. Einer von euch hat wohl mehr Ausdauer als der andere. Oder es mangelt an Ausdauer. Das kann es auch heißen, ihr Skorpione. Deswegen, wir gehen zur männlichen Energie. Hier gibt es auch ein schönes Legeblatt. Das werde ich mal, oder werde mich mal damit vertraut machen. Ausdauer. So, wir haben den männlichen Aspekt, den nennt man Shiva. Und der Name der Position, die geöffnete Schaukel. Die Bedeutung für die Partnerschaft. Wenn die Karte Ausdauer erscheint, sollten Sie darüber nachdenken, welche Rolle Beständigkeit und Treue in Ihrer Partnerschaft spielen. Stehen Sie und Ihr Partner mit der unerschütterlichen Entschlossenheit zueinander, die das Fundament einer dauerhaften Beziehung ist? Gleichzeitig wirft die Karte die Frage auf, ob Sie als Paar auch gemeinsame Ziele haben und diese mit der nötigen Zielstrebigkeit verfolgen, um sie tatsächlich zu verwirklichen. Wenn Sie diese Karte gezogen haben, sollten Sie sich folgende Frage stellen. Was bedeutet Ausdauer für mich? Gibt es Bereiche meines Lebens, in denen ich diese kraftvolle Entschlossenheit schon erlebt habe? Was hindert mich daran, entschieden und unerschütterlich zu handeln? Unerschütterlich zu handeln. Neige ich dazu, zu schnell aufzugeben? Habe ich Angst, nicht genug Kraft zu haben? Wie würde sich unsere Partnerschaft verändern, wenn wir mehr Beständigkeit und Ausdauer entwickeln würden? Und als Konflikt würde diese Karte bedeuten, wenn Ausdauer im Starrsinn umschlägt, ist sie keine Tugend. Wenn wir gegen unser besseres Wissen hartnäckig an Streit, Vorwürfen oder schlechten Gewohnheiten festhalten, kann sie schnell zu einer großen Belastung für die Beziehung werden. Die Karte weist darauf hin, dass es Zeit ist, wieder offen füreinander zu sein und sich auf die gemeinsamen Ziele zu besinnen, die schon lange auf ihre Verwirklichung warten. Manchmal weist diese Karte auch auf Wankelmut oder Unentschlossenheit hin. Man ist sich nicht mehr sicher, wohin der gemeinsame Weg führen soll und ob es überhaupt eine gemeinsame Zukunft gibt. In diesem Fall rät die Karte, nicht zu schnell aufzugeben. Mit Beständigkeit kann die Krise bald überwunden werden. So, hallo ihr Wassermänner. Auch hier einmal die Schallplatte abgespielt. Ich werde mischen. Sollte eine Karte rausfallen, werde ich die nehmen. Ist aber eher auch doch. Ihr seid die Ersten, wo es klappt. Bei den anderen musste ich immer auslegen. Und jetzt geht es um männliche, weibliche oder universelle Kraft in der Tantra-Legung. Das ist erstmal eine Karte sozusagen, die beschreiben kann, welcher Konflikt ist momentan vorhanden. Bewusstsein erweitern und ja, ein bisschen Leidenschaft reinbringen. Ne? Ihr habt die weibliche Kraft. Verständnis. Der Oberbegriff, mit dem könnt ihr auch was anfangen. Entweder habt ihr weniger Verständnis für gewisse Situationen. Vielleicht sucht ihr jemanden, der euch Verständnis entgegenbringt. Die Karte, ja, ist sehr schön. Da gibt es jetzt auch noch einen Namen für diese Tantra-Stellung. Ich muss in mein Buch gucken, damit es genauer wird. Mit dem Oberbegriff könnte ich natürlich auch viel erzählen. Aber ich möchte hier schon diese Grundbegriffe auch gerne mit reinbringen. So, das ist der weibliche Aspekt. Den nennen auch wir hier wieder Shakti. Und Name der Position, kniende Zwillingshaltung. Die Bedeutung für die Partnerschaft. Wenn Sie die Karte Verständnis gezogen haben, sollten Sie darüber nachdenken, wie viel Verständnis und Einfühlungsvermögen in Ihrer Partnerschaft herrschen. Verwechseln Sie Verständnis dabei aber bitte nicht mit nachlässiger Duldung. Wahres Verständnis besteht nicht darin, wegzusehen, wenn ein mögliches Problem auftaucht, sondern in der liebevollen Akzeptanz der Unterschiede zwischen Ihnen und Ihrem Partner. Wer wirklich Verständnis für sein Gegenüber hat, der erwartet keine Perfektion von ihm und ist auch nicht enttäuscht, wenn er sie nicht bekommt. Denn er weiß, dass auch er nur ein Mensch mit all der zugehörigen Schwächen und Fehlern ist. Voll schön. Wenn Sie die Karte gezogen haben, sollten Sie sich folgende Frage stellen, ihr Wassermänner. Was bedeutet Verständnis für mich? Gibt es Bereiche in meinem Leben, in denen ich diese tolerante, versöhnliche Energie bereits erlebt habe? Also hast du die schon mal erlebt? Was hindert mich daran, mehr Verständnis zu zeigen? Habe ich Angst, dass mein Verständnis ausgenutzt wird? Bin ich zu perfektionistisch?
Wie würde sich unsere Partnerschaft verändern, wenn wir aneinander mit mehr Toleranz und Einfühlungsvermögen begegnen würden? Oder einander? Das Konfliktpotenzial, wenn Sie diese Karte gezogen haben, die auf einen Konflikt hinweist, liegt seine Ursache oft in mangelndem Verständnis. Einer der Partner oder sogar beide hat zu hohe, unerfüllbare Erwartungen an sein Gegenüber, was zu wiederkehrenden Enttäuschungen und Frust führt. Die Karte erinnert daran, dass niemand perfekt ist, auch wir selbst nicht. Daher sollten wir es auch von niemand anderem erwarten. In manchen Fällen kann diese Karte auch darauf hinweisen, dass das Verständnis eines Partners ausgenutzt wird. Dann ist es Zeit, dass sein Gegenüber sein rücksichtsloses Verhalten überdenkt und schnell beendet. Ihr Wassermänner, das wäre eure Tantra-Energie sozusagen, ne? So, ihr lieben Steinböcke, herzlich willkommen. Auch hier sollte eine Karte rausspringen, werde ich sie nehmen. Wenn nicht, stoppe ich instinktiv, lege die Karten aus, lasse meine Finger pulsieren oder. Eine Karte wird es treffen. Wir haben männliche, weibliche und universelle Energie. Und ja, dann gibt es einen Überbegriff, der diese Stellung auch bezeichnet. Den Stellungsnamen werde ich euch auch sagen und entweder Konflikt oder ein bisschen in euch reinhorchen, was so aktuell vergessen wird, wurde in Ex-Beziehungen, vorhandenen Beziehungen, Affären, kann ja auch sein. Und ich werde das jetzt auslegen. Und wir gucken mal. Oh nee, da bin ich ja stur. Ich wollte die haben. Wir haben Ekstase. Das ist die universelle Energie. Das ist für die Steinböcke Ekstase. Ich könnte mir vorstellen, weil ich jetzt auch nachgucken muss, ich kann nicht alle Fachbegriffe, dass es hier darum geht, dass man wahrscheinlich wirklich sich die Frage stellt, ob man die Ekstase wirklich so auslebt, wie man sie vielleicht illusionär hat. Oder dass man sich trauen sollte. Wir gucken mal. Also universelle, da ist sie, Kraft haben wir für die Steinböcke. Der Name der Position, Weite Auster. Weite Auster. Ich muss jetzt auch mal raufgucken. Man muss ja aufpassen, dass man hier nicht zu viel erzählt, ne? Aber ja, mein Gott, sehr schön. Also eine sehr, sehr schöne Stellung. Finde ich gut. Weiter aus, da klingt zwar jetzt ein bisschen komisch, wenn man weiterdenkt, aber die Stellung heißt weiter aus da. So, das nennt man Brahma, universelle Energie und die Bedeutung für eine Partnerschaft. Wenn Sie die Karte Ekstase gezogen haben, ist es Zeit nachzuspüren, inwiefern Ihre Partnerschaft Ihnen Gelegenheiten bietet, euphorische Zustände zu erlangen. Diese Qualität muss nicht auf körperliche Ebene gesucht werden. Oft sind es auch gemeinsame Erlebnisse und besonders intensive Momente der Zweisamkeit, das stimmt, die uns dieses Entzücken erleben lassen. Gemeinsame ekstatische Momente bewahren die Liebe davor, im grauen Alltag ihre Kraft zu verlieren. Daher sollten sie sich in jeder Partnerschaft von Zeit zu Zeit entfalten können. Wenn Sie diese Karte gezogen haben, sollten Sie sich folgende Fragen stellen. Was bedeutet Ekstase für mich? Gibt es Bereiche meines Lebens, in denen ich bereits ekstatische Zustände erlebt habe? Was hindert mich daran, ekstatisch zu leben? Bereiten Rauschzustände mir Angst? Habe ich Angst, die Kontrolle zu verlieren? Wie würde sich unsere Partnerschaft verändern, wenn wir Ekstase und Begeisterung zulassen würden? Und als Konflikt würde diese Karte darstellen, es gibt Zeiten, in denen ekstatische Erfahrungen eine Bereicherung sind und es gibt Zeiten, in denen Beherrschtheit von Bedeutung ist. Wenn die Karte auf einen Konflikt hinweist, dann liegt seine Ursache oft darin, diese Zeiten klar voneinander zu unterscheiden. Auch wenn ekstatische Momente Alltagsprobleme kurzzeitig entschärfen, sollte man sich bewusst machen, dass der Großteil des Lebens nur mit klarem Kopf und sinnvoller Planung zu bewältigen ist. Ekstase verleiht dem Leben Farbe und Entzücken, aber wenn sie zum Lebensziel wird, verliert sie viel von ihrer Magie und die Suche kann im schlimmsten Fall sogar zu einer Sucht werden. Das, liebe Steinböcke, ist Ekstase. Ekstase, Ekstase, Ramontik, Ramontik. So, herzlich willkommen. Wir sind beim Krebs.
auch hier weibliche, männliche oder universelle Energie. Entweder fliegt die Karte von alleine, wenn nicht, bin ich stur, hör auf und leg das als Fächer aus. Benutze dabei das Tantra-Buch, damit es mir einfach ermöglicht, mehr Fragen stellen zu können, die dort aufgeführt sind, um euer Bewusstsein so ein bisschen zu erweitern, weil die Fragen habe ich nicht auswendig gelernt. So, hier, ach komm, noch einmal probiere ich. Nein. Deswegen, wir legen sie aus und pulsierend, je nach Empfinden werde ich oder Wärme werde ich, also falls jemand das als doof empfindet, probiert das mal. Ein Finger ist immer wärmer oder man geht nach Impulsen, Instinkten. Bei mir ist es hier der Mittelfinger. Krebs, ihr habt männliche Energie und zwar die Vereinigung. Die sieht dann so aus. Auch hier als Oberbegriff würde ich wahrscheinlich dazu tendieren. Habt ihr Vereinigung in eurem Leben schon mal erlebt? Was bedeutet für euch Vereinigung? Lasst ihr es zu, euch zu vereinigen. Und das ist die männliche Energie. Deswegen muss ich hier weiter vorne gucken. Das ist nämlich nach den Kräften sortiert. Die männliche Energie, die heißt Shiva und ist blau auf diesen Karten. Und die Stellung bedeutet Missionarsstellung, also so wie wir das kennen. Wenn Sie die Karte Vereinigung gezogen haben, sollten Sie sich fragen, inwiefern Ihre Partnerschaft Ihnen die Möglichkeit bietet, sich aus ganzem Herzen aufeinander einzulassen. Um so intensiv ineinander aufzugehen, ist viel Vertrauen erforderlich, sowohl zum Partner als auch zu sich selbst, damit man sich in dieser Hingabe füreinander nicht verliert. Spüren Sie in sich hinein, ob Sie wirklich offen dafür sind, Ihren Partner so anzunehmen, wie er ist. Und ob Sie auch sich selbst so akzeptieren. Für eine gleichberechtigte Beziehung ist es wichtig, dass auch Sie selbst so sehr zu sich stehen, dass Sie sich Ihrem Partner in all Ihren Besonderheiten zeigen können. Wenn Sie diese Karte gezogen haben, sollten Sie sich folgende Fragen stellen, Ihr Krebse. Was bedeutet Vereinigung für mich? Habe ich in meinem Leben schon einmal diese völlige Verschmelzung mit einem geliebten Menschen zugelassen und auch erlebt? Was hindert mich daran, mich ganz auf meinen Partner einzulassen? Habe ich Angst, mich zu verlieren? Fehlt mir das nötige Vertrauen? Wie würde sich unsere Partnerschaft verändern? Ich will mal Beziehung sagen. Wie würde sich unsere Partnerschaft verändern, wenn wir uns stärker aufeinander einlassen und eine echte Vereinigung zulassen würden? Steht diese Karte oder euer Thema jetzt im Konfliktbereich? Könnte es darauf hinweisen, dass es oft daran liegt, dass einer der Partner Probleme hat, sich wirklich auf den anderen einzulassen. Ein echtes Zusammenfinden ist entweder nicht möglich oder einer der Partner muss dafür zu viel von sich selbst aufgeben. Diese Karte macht darauf aufmerksam, dass Liebe und Vertrauen die Grundlagen einer echten Gemeinschaft sind. Sie sollten bewusst gestärkt werden, um ein wirkliches Miteinander zu erleben. Ja, ich schalte bei euch auch nochmal rein, ihr Krebse. Die wohl bekannteste Stellung, Missionarstellung, also dass es eine männliche Kraft ist, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber ja, ich hätte vielleicht gedacht universelle Energie, weil beide damit so... Naja, okay, was sag ich denn jetzt für Schwachsinn? Bei jeder Stellung gehen ja beide mit, ne? Sollte ja anders gar nicht sein, aber dass es komplett männlich ist, hätte ich trotzdem nicht gedacht. So, herzlich willkommen, ich muss mal umblättern, ihr Löwen, männliche, weibliche oder universelle Energie vom Tantra-Deck, sollte eine rausfallen, dann, ich kann es bald auswendig, werde ich die nehmen, wenn nicht, werde ich einen Fächer auf den Tisch, breiten, weiten, was auch immer, und werde eine ziehen, werde euch dann vom Buch her vorlesen, weil ich diese Fragen nicht im Kopf habe, die dort noch fürs Bewusstsein gestellt werden für euch. Und ihr Löwen bekommt, werden wir mal gucken, weiblich, männlich oder universell. Eine ganz, ganz andere. Ich sag's auch hier, ich nehme immer den pulsierendsten Finger. Wir haben eine universelle Energie, die Gegenwart. Das ist hier eure Tantra-Stellung. Also kann Konflikt und auch Partnerschaft ein bisschen überdenken. Kann alles sein. Die Gegenwart. Krass. Die Energie nennt man Brahma. Und jetzt gucke ich mal, was das zu bedeuten hat. Ich habe sie gesehen. Umranken der Efeu.
Ach, ist ja süß. Die Karte fordert dazu auf, sich wieder bewusst auf die Gegenwart in ihrer Partnerschaft einzulassen und zu erkunden, was für Schätze sie bereithält. Gestatten Sie es sich, in der Zeit, die Sie zusammen verbringen, ganz im Augenblick zu leben und dies vorbehaltlos auszukosten. Während wir in der Zeit der ersten Verliebtheit keinen Moment des Beisammenseins missen möchten, verliert sich nach einer Weile diese Intensität des Erlebens und mit dem Alltag schleicht sich immer mehr Aufmerksamkeit. Während wir in der Zeit der ersten Verliebtheit keinen Moment des Beisammenseins missen möchten, verliert sich nach einer Weile diese Intensität des Erlebens und mit dem Alltag schleicht sich immer mehr Unaufmerksamkeit ein. Die Karte erinnert daran, dass wir nur in der Gegenwart Liebe empfangen und schenken können. Wenn Sie diese Karte gezogen haben, sollten Sie sich folgende Fragen stellen, ihr Löwen. Was bedeutet Gegenwart für mich? Gibt es Bereiche meines Lebens, in denen ich mich bereits ganz auf die Kraft der Gegenwart einlassen kann? Was hindert mich daran, im Jetzt zu leben? Flüchte ich lieber vor der Realität? Hänge ich zu sehr an meinen Erwartungen, Träumen und Wünschen? Wie würde sich unsere Partnerschaft verändern, wenn wir jeden Augenblick auskosten und ganz im Jetzt aufgehen würden? Sollte diese Karte im Konflikt stehen, dann kann es darauf deuten, dass die Ursache meist darin liegt, dass das Jetzt in der Partnerschaft keine ausreichende Beachtung findet. Also das Jetzt findet keine ausreichende Beachtung. Die Karte fordert dazu auf, die Augen zu öffnen und anzuerkennen, wie das Zusammenleben wirklich ist. Dafür ist es nötig, nicht länger der Vergangenheit nachzuhängen und alte Geister loszulassen, die die Gegenwart unnötig belasten. In seltenen Fällen kann die Karte auch darauf hindeuten, dass Probleme in der Beziehung keine ausreichende Beachtung finden oder von beiden Partnern konsequent verdrängt werden, obwohl sie dringend gelöst werden müssten. Ja, wie? Umrankender Efeu. Ja, es steht auch so für Wachstum, ne? Wachstum in die Höhe passt ja wirklich. Oh, der Mond wieder volle Kanne. Ja, schön. Also finde ich wirklich leidenschaftlich sehr, sehr schön. Ihr lieben Schützen, herzlich willkommen. Eine Karte, männlich, weiblich oder universelle Energie, werde ich auch für euch ziehen. Ich mische, sollte eine Karte, was hier nicht oft passiert, rausfallen, weil die Karten so eckig sind und groß, dann wird diese natürlich genommen. Ansonsten werde ich sie ziehen. Und wir haben hier einen Überbegriff, eure Tantra-Stellung kann auf einen Konflikt hinweisen, kann auf ja, gewisse Regeln hinweisen und dass ihr da so mal ein bisschen hindenkt, woran es gelegen haben könnte, bei der nächsten Beziehung nicht hapern sollte. Es gibt ja viele Möglichkeiten, ne? Aber ich muss zum Buch greifen, weil da sehr viele Fragen aufgeführt sind, die ich auch hier nicht im Kopf habe. Habe ich bis jetzt irgendwas doppelt gezogen? Ich glaube nicht. Ihr habt die männliche Energie, Schutz, die kam auch noch nicht. Ihr Schützen habt die Energie, Schutz. Ihr habt die männliche Energie, Shiva. Und der Name der Position heißt geöffnete Rosenblüten. Warum? Geöffnete Rosenblüten, ist ja süß. Leider ist dieses Füreinander-Einstehen längst nicht in allen Beziehungen zu finden. Da es jedoch Grundlage für gegenseitiges Vertrauen und ein erfolgreiches Zusammenleben ist, fordert die Karte dazu auf, sich bewusst gegenseitig des Beistands zu versichern. Wenn Sie die Karte Schutz gezogen haben, sollten Sie darüber nachdenken, welche Rolle Schutz und Geborgenheit in Ihrer Partnerschaft spielen. Die Karte macht darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, sich gegenseitig Sicherheit zu vermitteln und füreinander einzutreten. Spüren Sie nach, ob Sie sich so bedingungslos aufeinander verlassen können oder ob Unsicherheit und Egoismus dem im Wege stehen. Machen Sie sich und Ihrem Partner das Geschenk, jederzeit für den anderen da zu sein. Wenn Sie diese Karte gezogen haben, sollten Sie sich folgende Frage stellen. Was bedeutet Schutz für mich? Kenne ich das Gefühl, mich behütet und sicher zu fühlen und existiert es auch in unserer Partnerschaft? Was hindert mich daran, für meinen Partner einzutreten und ihm völlige Sicherheit zu schenken? Fühle ich mich selbst nicht beschützt? Habe ich Angst vor der Verantwortung? Wie würde sich unsere Partnerschaft verändern, wenn wir für mehr Geborgenheit und Sicherheit sorgen und stärker füreinander eintreten würden? Im Konfliktpotenzial steht diese Karte dafür. Konflikte entstehen meist, wenn sich zumindest einer der Partner nicht ausreichend beschützt oder geborgen fühlt.
Diese Unsicherheit kann dazu führen, dass Misstrauen, Eifersucht oder Kälte das Vertrauen zueinander schleichend zerstören. Diese Karte zeigt, dass es jetzt wichtig ist, dieses Vertrauen zu stärken, Loyalität zu zeigen und füreinander da zu sein. Ja. Eure Schutzkarte. Auch sehr schön. Ihr Fische. Auch hier sollte eine Karte rausfallen, werde ich die für euch stellvertretend nehmen. Wenn nicht, werde ich eine ziehen. Und weibliche, männliche oder universelle Energie kann jetzt hier als Karte ersichtlich sein. Fordert euch ein bisschen auf, ein bisschen nachzudenken, Bewusstsein zu erweitern. Es wird einen Hauptbegriff auf der Karte geben, so wie den Namen der Stellung. Und ich muss das Buch aber dafür nehmen, weil dort viele Fragen sind. Anhand des Oberbegriffes kann man aber schon ersehen, wo die Problematik sein könnte. Und ich mache das aber, damit es flüssiger und schneller heute mal läuft hier. Nicht, dass wieder ein Blockbuster wird über 3 Stunden. Und lasse dann auch wieder Wärme oder meine Finger pulsieren, je nachdem. Das wäre diese. Ihr habt die universelle Energieverbundenheit. Ich zeige sie euch rein für die Fische. Universelle Energie nennt man hier im Tantra Brahma. Und dann gucke ich mal nach, damit ihr das ein bisschen genauer bekommt. Was habe ich? Verbundenheit. Oh, ich glaube, da bin ich vorbei. Moment. Da ist er. So, der Name der Position, geöffnete Perlenmuschel. Die Bedeutung für die Partnerschaft. Wenn Sie diese Karte Verbundenheit gezogen haben, sollten Sie darüber nachdenken, welche Rolle Zusammengehörigkeit und Loyalität für Sie spielen. Vermutlich werden Sie und Ihr Partner sexuelle Treue voneinander erwarten. Aber fühlen Sie sich auch in anderen Lebensbereichen einander so verbunden, dass Sie sich blind vertrauen würden? Verbundenheit hat viele Aspekte. Den Partner nicht zu hintergehen, ihm nicht zu schaden, ihn für andere nicht schlecht zu machen und noch vieles mehr. Spüren Sie in sich hinein, ob Sie all diesen Aspekten wirklich hinter Ihrem Partner sehen. Oder ob es Bereiche gibt, in denen Sie das Band der Treue noch verstärken könnten. Wenn Sie diese Karte gezogen haben, sollten Sie sich folgende Fragen stellen, liebe Fische. Was bedeutet Treue für mich? Gibt es Situationen in meinem Leben, in denen ich diese bestärkende Kraft schon erlebt habe? Was hindert mich daran, echte Verbundenheit zu leben? Habe ich Angst davor, hintergangen zu werden? Fürchte ich, ich könnte mich einschränken? Wie würde sich unsere Partnerschaft verändern, wenn wir mehr Verbundenheit und Loyalität entwickeln würden? Mit einem Konfliktpotenzial würde diese Karte darauf hindeuten, es muss nicht bedeuten, dass einer der Partner dem anderen untreu wäre. Es wirft jedoch die Frage auf, ob sich beide ihrer Verbundenheit und der Loyalität füreinander ausreichend bewusst sind, um einen Treuebruch sicher ausschließen zu können. Die Karte macht darauf aufmerksam, dass Vertrauensbrüche selten absichtlich herbeigeführt werden. Meist passieren sie eher zufällig. Der beste Schutz davor ist, sich gemeinsam die Bedeutung von Loyalität und Treue für die eigene Partnerschaft und Liebe zueinander bewusst zu machen. Ja, das war eure Tantra-Legung. Ich gucke gerade hier nochmal nach. Die Verbundenheit fordert sie dazu auf, die Kraft der Treue zu erkunden. Ja, ich halte es auch nochmal für euch Fischegeborene ein bisschen genauer rein, dass ihr das sehen könnt. Geöffnete Perlenmuschel. Ja, war schön, war interessant. Ich werde jetzt zwar so eine Legung hier nicht einmal die Woche machen, aber ab und zu vielleicht mal reinnehmen. Ich finde das ganz spannend, dass man ja so auch... Es ist ja auch gar nicht so sexuell. Komm, bei dem Thema macht auch mein Kopf zu. Es geht hier gar nicht um die Sexualität generell, sondern wirklich um dieses sinnliche, leidenschaftliche, bewusste, unterbewusste. Es gehört ja wirklich alles dazu, ne? Also ist man sich diesen Fragen, die dort pro Sternzeichen gestellt wurde, überhaupt bewusst? Das sage ich ja auch bei meinen anderen Legungen. Oder liegt es manchmal doch an einem selber, dass man sich schon so verliert vor Kummer, Konflikten, dass man
vergisst, sich selbst vorwärts zu bewegen. Man soll ja nicht auf der Stelle bleiben, ne? Und deswegen, ich finde es immer süß, wenn welche schreiben, bleib so, wie du bist. Und ich denke mir aber so, danke für den aktuellen Zeitpunkt, voll süß und niedlich, finde ich schön. Aber ich will nicht stehen bleiben, ich will mich ja auch weiterentwickeln, ne? An sich das Kompliment verstehe ich, aber bleib so, wie du bist, wäre ein Stillstand. Und durch diese Karten, egal in welcher Form, ob Tarot, Orakel, was weiß ich, diese Tantra, ist das immer für einen selbst nochmal so ein Hochholen, zur Erkenntnis kommen, um an sich selbst zu arbeiten. Um wirklich niemals zu vergessen, es gehören, wenn in der Beziehung oder in der Partnerschaft oder wenn es klappen soll, immer mehrere Menschen dazu, die wirklich dieses Zahnrad bilden. Ne? Also einer alleine schafft es nicht. Werden genug Partnerschaften existieren, wo wirklich einer nur ackert und ja, wo die Zeit einfach läuft und die sich irgendwann nach Jahren die Frage stellen, war ich glücklich? Nein. Sitzen dann mit 70, 80 auf der Bank und denken sich, hätte ich mal Hildegard genommen. Aber dann hätte ich einen Treuebruch begangen. Dieses hätte ist natürlich vor Jahren schwieriger gewesen und ich stehe auch dafür, dass man an sich arbeitet und bestenfalls wirklich eine Partnerschaft pflegt, führt, alle Konflikte zusammen meistert, schafft, egal wie schlimm es wird. Ich bin auch niemand, der dafür steht, schnell abzuhauen. Nein, aber irgendwann geht es dann nicht mehr, ne? Gut, ihr Lieben, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.